Hallo, wir sind heute im WOK. Wir schreiben Samstag, den 2. Oktober 1999. Und hier findet heute das Audio Room Clubbing statt mit Underground Stars aus London wie Jason Kane oder Tom Tyler. Und auch die Sofa Surfer sind da aus Wien. Und wir schauen jetzt einfach rein. Kind of the thing about the music out here is people like the energy level. They like the they like it in England as well. It's true, but you can get away with more in different places. You can get away with playing more odd records. I don't know, what can I say? It's called Lust. It's about desire. It's very limited, that cover. There's only going to be a few of them. The shiny gold, the reflective gold, is going to be only 3,000 or so. There's another Depth Charge album coming out next month, which is Lust 2. And there's an Octagon Man album, which will come out in the new year. I love playing football. It keeps you alive, you know, keeps you... Everything else is work. Football is different, you know, it's a different time. Lass uns über eure neue Platte reden, Cargo. Erzähl mir was drüber. Cargo haben wir angefangen im letzten Winter. Und das hat sich dann so 4 Monate gezogen, bis so Februar. Die Rauheit, wir wollten ein bisschen Reibung spüren, weißt du? Und das war die Situation und wir hoffen, dass wir es in die Musik übernommen haben irgendwie. Also es war so, dass wir ein unbeheiztes Studio haben, ein Kunstwerk. Und da ist nun mal der Winter sehr hart irgendwie. Und das war für uns auch ganz okay. Ja? Also die Situation war so, einer ist dann immer zur Tankstelle gefahren, hat sich dann so eine Gasflasche gekauft. Ja? Dann haben wir mit dem Anorak immer gearbeitet. Einmal ist mein Anorak in Flammen aufgegangen, weil ich zu nah an diesem Gasbrenner gesessen bin. Ja, das nächste Mal, auf das freuen wir uns schon sehr, das spielen wir am 16. Oktober in der Millennium-Halle. Und zwar ist das gleich beim Millennium Tower und das ist so eine Halle und da haben wir uns eingebildet, wir wollen diesmal die Bühne in der Mitte haben und die Leute können rundherum gehen und wir werden auf jeder Seite Projektionen werfen und auf allen 4 Seiten und man kann unser Soundsystem von jeder Seite sehen. Das ist am 16. Oktober. Das wird super. Großartiges Ding veranstaltet. Ich bin zuerst gar nicht drauf gekommen, was das ist. Wer hatte da die Idee dazu? Die Idee ist aufgegriffen worden aus Deutschland. Die haben sowas Ähnliches schon gehabt. Und wir haben das dann also neu adaptiert und den Kasten, also die Nina hat den Kasten jetzt also entworfen und auch mit ihrem Freund gemeinsam gebaut. Wir haben eine Seite im Internet, darüber kann man uns bestellen. Also wir vertreiben das im Eigenvertrieb. Und wenn man unter Mixer uns sucht, kann man unsere Hefte bestellen. War immer eine Plattform, wo es geht, einfach Leute eben zu präsentieren, zu entdecken, einzuladen, irgendwie Verbindungen zu schaffen und die Dinge zu mischen auch ein bisschen. Und wann ist das nächste Event und wo? Das nächste Event wird hier sein, 6. November im WOK. Und zwar haben wir Coldcard eingeladen. Die sind einfach visuell auch total interessant und das war für uns auch immer eine ganz wichtige Sache, eben diese visuelle Schiene mit der Musik zusammenzubringen und die arbeiten eben da ganz verstärkt an einer neuen Technologie. Das heißt, sie legen auf und beeinflussen mit ihrem Auflegen auch die Videos. Das heißt, es wird einfach ein perfektes Zusammenspiel von Musik und Bildern und Images. Ja. Und dann wird es ein Event geben Mitte November, 19. November eigentlich schon. Wird eine neue Location sein, mit einer Kooperation mit dem Burgtheater.
und da werden Gruder Dorfmeister auflegen. Aber ich glaube, lasst euch überraschen.